In diesem Video soll es um die Beantwortung folgender Frage gehen, und zwar: Wie groß sind Atome? Atome sind so klein, dass man sie nicht direkt sehen kann. Ihre Ausdehnung ist dabei so klein, dass man sie nicht mit Hilfe von optischen Mikroskopen beobachten kann. Der Grund ist die Welleneigenschaft des sichtbaren Lichts. Um die Größe eines Atoms in einem Experiment zu messen, muss man einen indirekten Weg gehen. Hier möchte ich ein Experiment vorstellen, das man mit einfachen Mitteln durchführen kann. Es geht um das Öltropfenexperiment. Dabei wird in Reinigungsbenzin etwas Sonnenblumenöl aufgelöst. Und wir lassen die Lösung auf eine Wasseroberfläche tropfen. Dabei bildet sich ein Ölfilm. Die Öllösung wird in zwei Schritten hergestellt. Zuerst wird ein Tropfen Öl in 2 ml Benzin aufgelöst. Das nenne ich die erste Lösungsstufe. Dann wird ein Tropfen dieser Lösung in 2 ml Benzin aufgelöst, und das nenne ich dann die zweite Lösungsstufe. Also nochmal, wir nehmen ein Tropfen Öl, lösen das in Benzin auf. Damit entsteht die erste Lösungsstufe, und von dieser Lösungsstufe nehmen wir ein Tropfen und lösen diesen Tropfen wieder in Benzin auf, und das ist dann die zweite Lösungsstufe. Bevor ich die Durchführung des Experimentes zeige, möchte ich darauf hinweisen, dass das Experiment nicht zu Hause nachmachen werden soll. Reinigungsbenzin ist leicht entzündlich, kann die Haut reizen, außerdem ist es gefährlich, wenn man Reinigungsbenzin verschluckt oder einatmet. Nun kommen wir zu dem Experiment. Wir haben hier einen Behälter und hier befindet sich destilliertes Wasser, und auf der Wasseroberfläche habe ich etwas Mehl drüber gestreut. Der Grund dafür ist, wenn ein Tropfen der Lösung auf die Wasseroberfläche drauf fällt, damit wir sehen, an welcher Stelle es ist. Die Lösung befindet sich momentan hier in diesem roten Schlauch, und ich starte das Video. So, nun ist die Lösung hier draufgefallen. Das Reinigungsbenzin verdampft sofort. Und was bleibt, ist kleiner Ölfilm. Das kann man in diesem Video jetzt total schlecht sehen. Ich deute es so ein bisschen an. Also wir haben hier so einen Ölfilm in der Größe von etwa 4 mm. Und hier möchte ich nochmal kurz zeigen, wie ich die Lösung hergestellt habe. Ich habe solche zwei Glasbehälter genommen. Da war ursprünglich ein Rumaroma drin. Der Vorteil dieser Behälter ist, da sollten 2 ml Flüssigkeit drin sein. Ich habe dann entsprechend die Stellen markiert. Und dann habe ich beide Fläschchen mit Reinigungsbenzin gefüllt und dann in das eine Fläschchen etwas Sonnenblumenöl reingetan. Genau gesagt, ein Tropfen. Einmal gemischt, und von dieser Lösung habe ich wieder einen Tropfen genommen und wieder in Reinigungsbenzin reingetan und wieder gemischt. Damit wir besser verstehen, was bei diesem Experiment passiert, habe ich folgende Simulation vorbereitet. Und zwar haben wir hier Kugeln, die in solche Pakete angeordnet sind. Ein Paket besteht aus 4 mal 4 Kugeln. Das bedeutet 64 Kugelnchen, 63 davon sind weiß, eine ist blau. Die weißen Kugeln sollen jetzt die Benzinmoleküle darstellen, die blauen Kugelchen die Sonnenblumenölmoleküle. Und da das Benzin natürlich direkt verdampft, wird das hier so simuliert, dass die weißen Kugeln nacheinander entfernt werden. Also die werden direkt verschwinden. So, die werden gleich hier in diesen Behälter reinfallen, und wir gucken uns an, was mit den blauen Kugeln dann passiert.
Dadurch, dass die weißen Kugeln langsam nacheinander entfernt wurden, hat sich eine relativ runde Struktur gebildet und die blauen Kugeln liegen nebeneinander und auch nicht aufeinander. Und genau das erhoffen wir uns in dem Experiment, dass die Ölmoleküle auch eine einmolekulare Schicht auf der Wasseroberfläche gebildet haben. Und die Idee ist, diese Oberfläche zu messen. Und wir können das Volumen von dem Öl ausrechnen und dann wird sowas wie so ein Zylinder entstehen. Und dann können wir aus dem Volumen dieses Zylinders und der Oberfläche die Höhe des Zylinders ausrechnen. Und die Höhe des Zylinders entspricht dann auch dem Durchmesser eines Atoms bzw. eines Ölmoleküls. Nun kommen wir zu der Auswertung. Als erstes möchte ich das Volumen eines Tropfens berechnen und mache dabei folgende Annahmen. Ich gehe davon aus, dass ein Tropfen eine Kugel ist. Und deshalb kann ich das Volumen mit der Formel 4 Drittel Pi R hoch 3 berechnen. Das ist ja die Formel für das Volumen einer Kugel. Zu dem Radius. Den Radius habe ich folgend geschätzt. Als Pipette habe ich einen Schlauch benutzt mit einem Durchmesser von 2 mm. Und das Tropfchen war etwas größer. Ich habe den Durchmesser von den Tropfen auf 3 mm geschätzt. Und deshalb gehe ich von einem Radius von 1,5 mm aus. So, wenn man das Ganze ausmultipliziert, kommen wir auf ein Volumen von 14,14 Kubikmillimetern und mit dem Umrechnungsfaktor von 1000 können wir daraus die Milliliter ausrechnen und kommen auf 0,01414 Milliliter. Da dieser Wert hier sehr grob berechnet ist, möchte ich hier eine Vereinfachung machen und zwar einfach als halber möchte ich das Volumen des Tropfens auf 0,02 Milliliter schätzen. Der Grund ist, ich benutze Behälter mit einem Volumen von 2 Millilitern und 0,02 ist ein Hundertstel davon und das macht die folgenden Rechnungen deutlich einfacher. Man könnte natürlich meinen, ja, die Auswertung wird dadurch verfälscht, weil wir ja an dieser Stelle sehr grob rechnen. Das stimmt. Das ist aber nicht die Hauptursache jetzt von irgendwelchen Fehlern bei unserem Experiment. Wenn man jetzt so ungenau misst, wie ich das jetzt gemacht habe, also ich habe jetzt keine Laborinstrumente benutzt, deshalb ist eine sehr grobe Rechnung an dieser Stelle nicht schlimm. Also wenn man ein Experiment genauer machen möchte, muss man ja bei der Durchführung genauer sein und bei der Auswertung kann man eine grobe Durchführung jetzt auch nicht genauer machen. Als nächstes möchte ich die Konzentration in der Lösung der ersten Stufe berechnen. Und das geht dann folgendes. Die Konzentration möchte ich mit K1 bezeichnen. Und wir müssen das Volumen des Öls durch das Volumen von Benzin und des Öls zusammen dividieren. Dann bekommen wir ein Verhältnis. Und um das Ganze in Prozent zu bekommen, muss dieser Wert dann mit 100% multipliziert werden. So, nun haben wir folgende Zahlen: 0,002 Milliliter geteilt durch 2,02 Milliliter. Und auch hier mache ich eine grobe Vereinfachung. Die 2,02 Milliliter, das sind ungefähr 2 Milliliter. Und ich kann auch nicht so genau gemessen haben, wie viel Benzin in diesem Behälter ist. Also kann ich an dieser Stelle locker von 2 Millilitern ausgehen. Dann würde die Rechnung so aussehen, 0,02 Milliliter geteilt durch 2 Milliliter mal 100%. Damit hätten wir eine Lösung von 1%. Nun kommen wir zu der Ölkonzentration in der zweiten Lösungsstufe. Diesen möchte ich K2 nennen. Und auch hier müssen wir das Volumen des Öls durch das Volumen von Benzin zusammen mit dem Öl dividieren, dann bekommen wir ein Verhältnis, mal 100% ergibt die Konzentration in Prozent. Und hier möchte ich die Vereinfachung direkt an zweiter Stelle machen. Und zwar das Volumen von Benzin und Öl ist ungefähr das gleiche Volumen wie das Volumen von dem Benzin.
Das macht die Rechnung gleich wieder etwas einfacher. So, wie viel, welches Volumen hat das Öl? Das sind ja die 0,02 Milliliter in dem Tropfen. Und davon ist 1% Öl, also muss ich diese 0,02 Milliliter mit 0,01 multiplizieren. Dann bekomme ich das Volumen des Öls und durch das Volumen von Benzin teilen mal 100% ergibt dann die Konzentration der zweiten Lösungsstufe und diese liegt bei 0,01%. Also bei, da sind wir jetzt bei 1/10000. Als nächstes möchte ich wissen, wie viel Öl auf der Wasseroberfläche gelandet ist. Und dazu muss ich Folgendes wissen. Ich muss wissen, wie viel Öl in dem Tropfen der Lösungsstufe 2 sich befindet. Und auch das ist relativ simpel. Wir haben einen Tropfen, das hat ein bestimmtes Volumen. Und ein Anteil davon ist Öl. Und zwar folgender Anteil. Die Konzentration K2 geteilt durch 100%. In einem Tropfen der Lösung haben wir 0,02 Milliliter und das multiplizieren wir mit der Konzentration von 0,001% geteilt durch 100%. Also wie schon gesagt, ein Zehntausendstel in diesem Tropfen ist dann Öl und wir kommen auf ein Volumen von 2,10 hoch minus 6 Milliliter beziehungsweise umgerechnet in Kubikmillimeter 2,10 hoch minus 3 Kubikmillimeter. Nun wollen wir die Dicke der Ölschicht bestimmen und dabei machen wir folgende Annahmen, dass diese Schicht eine kreisförmige Grundfläche hat mit einer gewissen Höhe, also handelt es sich bei der Ölschicht um einen Zylinder mit einem Radius und einer Höhe. Den Radius habe ich schon gemessen, der liegt bei 2 mm. Nun kommen wir zu der Formel. Das Volumen kann mit der Formel des Volumens eines Zylinders bestimmt werden. Das ist also die Grundfläche pi r Quadrat mal die Höhe. Jetzt stellen wir diese Formel nach h um, indem wir durch pi r Quadrat teilen. Setzen unsere Zahlen ein. Das Volumen von dem Öl haben wir in dem letzten Schritt berechnet und somit kommen wir auf eine Höhe von 1,16 mal 10 hoch minus 4 mm beziehungsweise 1,6 mal 10 hoch minus 7 Metern. Nun können wir zu der Schätzung des Atomradius kommen. Und da wir davon ausgehen, dass sich eine einatomare Ölschicht gebildet hat, entspricht die Höhe der Ölschicht dem Atomradius oder dem Atomdurchmesser, Entschuldigung. Und den Atomradius bekommen wir, indem wir den Durchmesser durch 2 teilen, was hier dem Zahlenwert 8 mal 10 hoch minus 8 Meter entspricht. Wenn man jetzt bedenkt, wie grob wir jetzt berechnet haben und welche Werkzeuge wir benutzt haben, finde ich diesen Wert gar nicht schlecht, aber von dem tatsächlichen Wert weicht dieser schon um einiges ab. Genaue Experimente zeigen nämlich, dass die Atomradien im Bereich von 10 hoch minus 10 Metern liegen. Weshalb wir hier so ungenau gemessen haben, darüber würde ich gerne im Unterricht mit euch sprechen.